Hallo und hallo, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Tinnitus-Test. Ja! Ha! Nein, natürlich zu einem weiteren TCG-Opening. Heute mit, wie man es im Titel schon sehen kann, Random Boxen. Wir haben zwei verschiedene. Einmal Emoji V-Max und einmal Maritelit V. Und ich mag das eigentlich, weil da nochmal klar so eine Mondbooster drin sind, aber mal wieder was anderes. Hier ist natürlich aktuell Farbenshop und natürlich einmal Schwertenschild Base, was ich auch sehr mag. Aber wir gucken mal. Wir packen erstmal kurz aus. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie wir die Büsterchen aufteilen. Im Bund der Kleinste sind dann wieder schöne Töpfchen drin. Ja. Das wäre natürlich verrückt. Oh. Alles rausgefallen. So, wieder eine XXL-Karte. Die Boxen kennt ihr ja auch alles schon, die haben wir ja schon mal geöffnet. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das schon als Video gemacht haben. Mauzi bin ich mir nicht sicher, aber Maritelit. Maritelit auf jeden Fall. Dadurch wegen Farbenschock. So, wir haben jetzt einmal Farbenschock, einmal normal, einmal so ein Mond. Wächter, Stunde der Wächter. Eine wunderschöne Mausi. Hier ist so eine Drachensleeve. Hast du denn die her? Ne, das waren jetzt noch so einzelne Sleeves, die wir da hatten. Jetzt einfach mal klar. Mozi V-Max XXL-Karte. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne mal melden. Ja, da haben wir noch so ein paar zur Auswahl. Ansonsten checkt gerne unser eBay-Kleinanzeigen-Account ab. Machen wir gerade einen kleinen Weihnachts-Sale. Ja, da ist immer was los. Da gibt es eigentlich immer irgendwie was aus dem Universum Pokémon. So, bist du dann fertig, oder? Ja, ich bin sofort. Soweit. Wir waren nämlich so wuschelig. Erstmal Kollektionscode. Brauchen wir ja nicht mehr. Du bist ja krank. Eingelöst. So, dann haben wir Sonnemond Base, bunter Gleichgesinnten und natürlich zweimal Welten im Wand. Du hast gar kein Shit und Shred Base. Nee. Okay. Habe ich nicht. Ja, weiß nicht, um wir das gleich zu lassen oder willst du auch was Neues öffnen? Und ich krieg dafür einmal Welten im Wandel oder möchtest ja, du? Ja, können wir doch machen. Ja? Ja. Möchtest du die drei Gottheiten oder die drei Babys? Ich nehme mal die Babys, ich habe hier schon Baby. Okay, Zippi. Dann mache ich mal so. Ich mache von ganz, also was heißt von ganz, aber vom ältesten Set zum neuesten. Und ich habe von jedem ein bisschen was, das freut mich. Siehst du? Ja, wir waren nämlich so. Alle wären glücklich. Weil die Farbenschockpreise sind ja zurzeit echt verrückt. Es wird ja erst alles wieder im Januar. Soll im Januar, glaube ich, alles nachgeliefert werden. Ja. Es ist halt echt verrückt. Und wir waren jetzt Hashtag No Product Placement. Ich habe hier angeknabberte Karten. Oh nee. Wir waren jetzt aber im Müller. Und da ist alles, Gott sei Dank, noch zum Normalpreis. Also wirklich auch und so das ist uns erst am letzten Tag eingefallen, wo die Geschäfte so kurz noch aufhaben. Ja, weil wir haben ja den 31.12. Ja. Zum Tag der Aufnahme hier. Wir haben die ganze Zeit immer geguckt, wo können wir was bestellen. Ja. Alles so teuer, alles geskippt. X-Tausend Leute auf eBay und eBay-Kleinanzeigen angeschrieben und so. Und dann wir haben ja eine kleine Tauschgruppe, hallo an die Leute. Und da hat einer gesagt, ach, ich war gerade im Müller, da ist nichts. Und wir so, hä? Das hat auf. Oh, Pandagro Undicht. Pandagro. In der Undichtform. Ja, da haben wir uns aber nochmal schnell beeilt und unsere Fahrräder aufgestockt. Ja, und dann waren wir in einem meiner Lieblingsrestaurants noch das Mittagessen abholen. Oh, dann auch. Das war lecker. Das war richtig lecker. Ich bin so voll. Ja, ich bin auch noch. Alles voll. Aber das ist ein gutes Voll. Man fühlt sich halt nicht ungesund voll, sondern halt gut voll. Ihr wisst, was ich meine. Genau. So, wir haben den EP-Teiler. Alola Radikal. Lusadin. Yawgliff. Paras. Ein Ibitak. Flamiao. Mangunio. Imantis in Reverse. Und ein Cosmogon. Wir möchten jetzt eigentlich auch mal einen Glurak ziehen. Möchten wir das? Wir möchten auch mal einen Glurak ziehen. Okay. Weil jeder in unserer Tauschgruppe hat jetzt einen Glurak irgendwie irgendwas gezogen aus krassen Sets. Ja. Und wir haben ja hier auch noch die Möglichkeit, einen Glurak zu ziehen aus Weltenwandel. Bisschen.
so ein schönes Tag Team Rainbow. Aha. Das wäre echt verrückt. Das wäre crazy. Ich könnte noch irgendwas fressen. Sean Crosby, eine Plimpa. Ein Kilbier. Und ein Kaioke. Hin und wieder kommt uns ja auch mein Bruder hier besuchen. Und es ist immer wieder witzig, mit anzusehen, wie fasziniert er danach fragt, ob er unsere Karten angucken kann. Ja, das ist das Erste. Also er ist kein kleines Kind mehr, das muss man dazu sagen. Er ist jetzt auch 19 mittlerweile. Und er ist immer wieder fasziniert und sagt so, oh, habt ihr neue Karten, kann ich die mal sehen und so. Aber er würde nie selber anfangen mit Sammeln wahrscheinlich. Dann wäre das nur sehen, ja. Aber das ist immer wieder schön, ihn zu sehen. Grüße gehen raus. Den kleinen Flurri. Ja, dass da die Begeisterung so groß sein kann, auch wenn man da vielleicht gar keinen Bezug so richtig hat, weil man vielleicht selber nicht sammelt oder so. Käfersammler Reverse Matrifol. Matrifol? Auch ewig nicht mehr gesehen. Ach, generell. Was war denn das jetzt eigentlich? In welchem Wand? Ach nee, bunter Gleichgesinnten war das. Bunter Gleichgesinnten. Bunter Gleichgesinnten. Da haben wir auch so viel aufgemacht. Ich glaube, das war das erste Set, wo wir richtig investiert haben. So, wenn in den Summer Center Booster. Wenn es ein goldenes Summer Center drin ist, dann solltest du dir die Ohren zuhalten. Und dann muss ich wieder eine Warnung einblenden, ne? Dass alle Headphone-User gleich wissen, Tinnitus ist da. Na, das hast du ja schon am Anfang gemacht. Ohne Warnung sogar. Bin. Aber du weißt ja nicht, ob ich eine Warnung drin habe, weil ich das Video noch nicht geschnitten habe. Patinera! Ja! Eine Höhle. Mal was. Mal was. Mal was. Mal was. Mal was, mal. So, immerhin eine Holo, würde ich sagen. Ist was runtergefallen. Was? Nee. Ich denke. Nicht? Du fantasierst. Ich denke auch. Ah ja, jetzt geht's los. Eigentlich ist der Böllerverbot. Ja. Aber es gibt immer Menschen, die das irgendwie alle doch herkriegen. So, wir sind jetzt bei Welten im Wandel. Mein Galopp. Ja. Ein Yorkleff. Ein Aigit. Macht den Fokus. Mit der Palkia-Statue. Pikachu. Ja, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Losey. Gorgantis Reverse. Und Nautilus Slamok. Okay. Marzi, was ist denn los? Also, Farbenschlag hat ja immer noch sehr schöne Amazing Rares. Ja. Davon brauchen du noch zwei. Ja, Celebi und Jirachi. Genau, und ich hätte gerne das Pikachu Full Art und Deleon Rainbow. Ja, das will ich ja für dich ziehen. Ja, sag ich dir so oft. Ja, aber dann brauchst du es ja gar nicht. Ja, ziehen, aber das... Ich reiche dazu, wenn ich das ziehe. Nee, ich will dir das ja schenken. Ich will dir das ja schenken. Ja, kannst du sehen, wie nett ich bin. Aha. Oh, ist so schön, wieder mal Karten zu öffnen. Ja. Wir hatten gerade eine ganz, ganz lange Durchstrecke, weil wir gedacht haben, alle Läden sind zu die Ponytops. Aber jetzt? Aber jetzt? Daran haben wir natürlich nicht gedacht. Nee. Da waren wir leider ein bisschen lost. Okay. Schaffe ich es wenigstens auch noch eine Holo zu ziehen? Also ich habe nur eine Holo. Ja. Ich habe erstmal ein Zebritz. Da musst du jetzt Scorstein dann. Bisschen was bieten. Trakelo. Reolu. Kamihaps. Pepek. Dedenne. Felino. Schuppet. In Reverse. Und Tupana. Nix. Ich habe nix aus der Kollektion. Oh, ist das immer so enttäuschend. Das ist ein bisschen traurig, aber. Es kann nur besser werden dann. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was. Und das war's mit dem heutigen Video. Oder mit dem derzeitigen, jetzigen, wie auch immer Video. Nennt wie ihr es wollt. Mit den Random Boxen. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen und ein Abo da. Und wir bedanken uns fürs Einschalten bei euch und sagen Tschüss. Bis dahin. Bleibt schön.